Bluetooth Rice ready to pair. Please hinterlassen Sie eine Nachricht hinter den Signalton. Hallo, ich bin Giselle. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Die Sims 3. In der letzten Folge haben wir unseren Nachbarn kennengelernt. Und zwar eine wunderbare mit einem wirklich hässlichen Kleid. Nicole? Oh, Nicole. Nicole, das erinnert mich, habt ihr die Netflix-Serie OG Family gesehen? Hier diese Selling Sunset Folge auf Netflix. Das geht schon heiß her, das sag ich euch. Und den netten Lico, Lico Reddy, genau. Und die wunderbare Chanel hat auf jeden Fall ein Ibiza Klavier gefunden, der Pianist natürlich ist. Was auch sonst. Deswegen ist es ja halt auch sehr interessant, ne? Weil ich finde halt, dass Chanel so ein bisschen natürlich auch ein Bücherwurm ist, aber sich halt auch für die tolle Kultur mit dem ganzen Musikgeschmack und das alles natürlich auch interessiert. Habe ich jetzt mal darauf so eingehen lassen, weißt du? Und ich glaube, bei Giselle ist es halt auch so, dass sie sich mal auch gerne mit anderen rumteilt. Also zum Beispiel der Lico, der ist auf jeden Fall ein sehr interessanter. Muss ihn halt nochmal fragen. Aber der Alexei Francesco ist halt auch interessant. August, ja, Joachim Meyer. Nee, der war ja der... so gesagt, das Maskottchen, der uns ja halt dieses wunderbare Präsentchen gebracht hat. Ich bin nicht da. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht hinter dem Signalton. Ja, hier spricht. Nix, okay. Muss ich mir das durchlesen oder was ist das jetzt hier? Wir müssen ja kochen, ne? Unsere Fähigkeiten sind bei 2, deswegen würde ich sagen, dass du genau weitermachst. Oh Gott, ich bin so stolz auf dich, Madame, ne? Und bei dir ist es halt immer noch nur die Laune. Das ist ja schon mal ganz gut. Oh, hier geht's aber heiß her, Madame, hier. Oh, sie hat sogar gewonnen. Ich glaube, die hat einfach nur Hunger gehabt. Oder sie möchte halt beweisen, was für diesen wunderbaren was mit diesen App wirklich passieren kann. Die denkt sich nur so, guck hierher, guck mal, ich gewinne jetzt diesen Quark. Und das passiert mit dir auch, wenn ich damit fertig bin. Boah, die muss sogar kotzen. Oh mein Gott. Ja, mehr für uns, ne? Kannst du das auch noch aufwiesen? Nee, geht nicht. Direkt aufs Feld. Geil. Was haben wir jetzt? Ein Hotdog, ausgezeichnet. Das gebe ich dir mal gleich Giselle. Und dann kann sie das wirklich im Kühlschrank reinmachen, dann kannst du dir das Siegeshotdog zu Hause nochmal leisten, wenn du irgendwie denn Hunger hast oder so. Chanel hat gerade hier ein bisschen Spaß. Ihr geht's auch generell noch ganz gut mit der Energie. Ich würde mal sagen, dass du dir jetzt mal bitte ein Gesicht malen lassen tust. Und zwar Sonne? Was ist das denn? Ist das ein Bug oder was ist das? Also wenn der Maler das jetzt verkackt, dann kann ich es mir ja auch nicht irgendwie erklären, dass da irgendwie was Schönes sein soll. 50 Tacken hat es gekostet. Das muss aber ein richtiger Da Vinci sein hier. Ja, ich wollte es eigentlich gerade wegschmeißen, ging aber nicht. Gut, du hast jetzt das gemacht. Hast es im Kühlschrank gemacht? Oder hast du es jetzt für dich nur selber gekocht? Ach Mann, du bist doch auch eine. Klebrige Carbonara, mach mal. Ich habe Carbonara noch nie gegessen. Ich weiß auch nicht genau, was es ist. Auf jeden Fall wahrscheinlich nur so eine klebrige Carbonara. Aber es hört sich auch interessant an. Aber wenn ich mir das halt wieder so vorstelle, dass halt da wieder Käse am Start ist, dann ist es halt wieder ekelhaft für mich. Okay, was ist das jetzt? Ja. Darunter kann ich mir mehr aber nicht vorstellen. Guck mal ganz kurz. Ah! Oh, wie süß! Das ist aber schön. Ja.
Man sieht wirklich, dass halt die Einstellungen bei OBS auf jeden Fall milchiger sind als bei den anderen Sachen. Moment. So, jetzt muss es eigentlich ganz gut sein. Jetzt kann ich es mir auch nicht erklären. Ja, ist auf jeden Fall besser. Sorry, da wollte ich nicht hingucken. machen wir aber mal weiter und gehen wir wieder zu Giselle. Ich werde mal ein bisschen schneller machen, weil ich auch ein bisschen diesen Rhythmus haben möchte, dass ich dann halt tagsüber dann halt so den Tag halt beginnen möchte. Und du kannst jetzt meinetwegen auch schlafen gehen, weil ich glaube, wir sind auch kurz davor, Level 3 zu sein. Yes, perfekt. Das läuft ja wie am Schnürchen, am Schüchen, wie am. Na, Pinke. Ah, also das Schnürsenkel, Anfang da, ich keine Ahnung, viele sind verb sagen, dass es Pinke heißt. Pinke, Mom. Was willst du, Alter? Sag's doch einfach. Ah, ja, das habe ich mir früher halt so gedacht, wo ich halt diese Serie geschaut habe. Und du hast dich jetzt dafür auch immer entschlossen, dass du nach Hause gehst. Das ist ja super für dich, dass du das halt mal gecheckt hast. Ja, das ist so der Alltag, der irgendwie jetzt hier laufen wird. Daran muss ich mich wirklich noch dran gewöhnen. Also das ist halt Wahnsinn. ich muss halt manchmal auch darauf aufpassen, dass halt die Audio bei Sims 3 nicht so laut sein soll. Sodass halt meine Stimme ein bisschen lauter sein sollte. Ja. So, ich werde jetzt ein bisschen vorspulen. Du geh mal dann bitte noch auf Toilette und dann kannst du auch wieder schlafen gehen und dann kannst du auch duschen gehen, wenn du wieder aufgestanden bist, so wie der Prozess, der halt keine Ahnung schon, keine Ahnung wann war. Ach super, das ist doch wohl ein Leben, ne? Noch unbeschwert, alles super, noch keine Kinder und ja. Ich muss mal gucken, wie ich das am besten noch mache, weil ich habe das immer noch so eingestellt. Ich kann es euch das mal ganz kurz zeigen, dass die Sims-Dauer immer wieder bei 100 Tage ist. Also ich habe halt ganz normal jetzt nochmal geschaut. Kinder sind wieder immer wieder 10 Tage. Teenager natürlich wegen 18 halt. Und weil ich finde halt, okay, wenn die schon 19 sind, dann sind die für mich schon junge Erwachsene eigentlich normalerweise. Ja, so ist auf jeden Fall dieser Prozess des Tages. Baby halt zwei Kinder, weil wer braucht das schon? Ja. Auf jeden Fall besser als bei Sims 4. Weil bei Sims 3 kann man das wenigstens einstellen. Ich hab's gesagt. Es tut mir leid, aber es ist halt so. Ja, obwohl ich sagen muss, dass Großstadtleben bei Sims 4 bei mir, also für mich ist es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Da habe ich keine Beschwerden. Willst du mal aufstehen? Guten Morgen, Schlafmütze, aufstehen. Oh, du stehst auf. Oh ja, schön, dass du schon aufstehst. Also, okay. Ja, du musst auch 11 anfangen, ne? Das ist halt dann auch wieder so dieses realistische Zeug hier. Also, wenn ich dann jetzt diesen Part jetzt hier auch dann beende, dann gehe ich auch jetzt gleich schlafen, weil ich übelst müde bin. Wir haben es auch wieder 1:55 Uhr. Oh, es ist manchmal echt Wahnsinn, wie ich mir denn das immer so einteile mit den ganzen Videos aufnehmen. Ne? Also irgendwie, ich habe denn noch Arbeit. Ich habe halt jetzt Spätschicht von so gesagt 13:15 bis 20 Uhr. Dann muss ich das noch irgendwie schaffen, dass ich halt noch ein bisschen was für ein Hauptvideo drehe. Generell dann halt auch noch für den Gaming-Kanal. Da ist auf jeden Fall ein bisschen Arbeit. Aber ich hänge das so zusammen, dass ich halt zum Beispiel den Gaming-Kanal dafür nutze, dass ich ja dafür Spaß habe, weil ich ja halt Spiele spiele. Und das ist dann halt schon echt crazy. Man muss sich dann halt so vorstellen, dass man mit Spielen und das alles so auch Geld verdienen kann. Das ist Wahnsinn. Nö. Ich würde mal sagen, dass wir jetzt beide rausgehen würden
Und ich würde sagen, dass wir uns mal einen wunderbaren Platz mal hier irgendwo aussuchen könnten, wo wir mal vielleicht angeln gehen könnten. Das wäre mal toll. Ach, das ist hier ein Platz. Also komm mal hier hin. Was? Schmugglerhöhle besuchen? There's a stranger in my bed. There's a stranger in my bed. There's a stranger in my bed. Okay, in der Web. Oh, Moonwalk ist ganz kurz angesagt gewesen. Boah, das wäre halt auch so geil, so einen Fahrstuhl zu haben. Denn einfach so mit Bluetooth verbinden und dann einfach da die größte Party seines Lebens haben. So ein geheimen Knopf und dann kommt da so eine Disco-Kugel raus und dann, keine Ahnung, so. There's a stranger in my bed. There's a stranger in my bed. Das ist doch geil, oder nicht? Ach, Hilfe. Okay. Oh. Auch sehr gut. Das ist dann halt meistens immer diese ziemliche Sache mit den ganzen Parkplätzen, ne? Hier sehen Sie einen Frauenparkplatz. Frauenparkplätze sind nicht umsonst so groß, weil die halt natürlich dann halt den so gesagten Kinderwagen reinmachen müssen. Da haben wir einmal einen normalen Parkplatz, da haben wir einen Frauenparkplatz, auch einen Frauenparkplatz, aber da kam halt leider nicht mehr der Platz dazu. Deswegen musste man da natürlich einen Gehweg hinmachen. Und auch ein normaler Parkplatz, wo dann halt so Lüftungsschächte drin sind. Ja, das war halt die Weisheit meines wunderbaren Wissens. Also sie wusste halt auch nicht, warum überhaupt die Parkplätze verschieden groß sind, bis mir auf einmal das denn einer erklärt hat, was das genau bedeutet. So, okay. Wir sind jetzt hier angelangt und werden die Angel schwenken. Aber gibt es jetzt hier irgendwie ein Schmugglerhöhlen, eine so eine Schmugglerhöhle irgendwo hier im Nirgendwo. Schön, dass du in dieser Gegend startest. Ich würde sagen, dass du mal ein bisschen angeln gehst, Madame. Dann können wir nachher auch gleich wieder los, weil die Arbeit ruft. Obwohl erst 15 Uhr, aber egal. Ja. So lässt es sich doch leben, ne? Köchin fischt gerne. Zubereitet gerne. Das wäre was Schönes. Kann sie auch die Fische mal gerne angeln? Oh! Oh, yes! Geil! Klasse! Ja, das ist doch was Schönes. Toll. Oh, das freut mich. Das freut mich für die beiden, dass die halt so ein wunderschönes Leben haben. Also, ich würde es halt meistens immer so ein bisschen ansehen, ne? Ich habe jetzt halt wieder so ein bisschen Bock gehabt, halt so Sims 3 wieder zu spielen, weil Sven ja das halt auch gerade spielt. Und ich wollte halt generell ja wieder eine neue Familie anfangen, weil ich hätte niemals gedacht, so, oh, mein Spielstand ist halt jetzt weg. Würde ich mich jetzt halt an dieses neue Spielstand denn halt auch noch gewöhnen? Ich weiß es ja nicht. Weil bei mir ist es halt immer so, dass ich dann mir halt dann wieder eine neue Hose anziehe, so gesagt. Oh, Amy Star mit zwei R. Also es ist nicht Amy Star, sondern nee, Amy Star ist es nicht, sondern es ist Amy Star. Was? Benötung auf den letzten Drücker. Ich nehme es einfach mal an. Länger bleiben. Ugh. Das mag ich ja gar nicht, aber okay, wenn ihr das wollt. Bis 16:30 denn. Wir haben nicht gut geschlafen. Das ist nicht gut. Haben wir nämlich jemanden schon kennengelernt? Ui, was ist. Sugar Bilou? Bijou? Sugar Bijou? Ich weiß jetzt nicht, ob das so angemessen ist. So. Auch noch mit so einer stylischen Brille.
Ja, irgendwie aufzutreten bei solchen Kindern, ich weiß es ja nicht. Ich würde die Aufsätze der Vorgesetzten benutzen. Bin ich ganz ehrlich. Vor allem halt auch noch eine Daisy Switze. Zwitzle. Daisy Switzle. naja. Vor allem, ich frage mich gerade. Einen Moment, ich guck mal ganz kurz. Wie kriege ich denn hier überhaupt ein Auto hin? Das ist halt das eine Problem. Kann ich irgendwie Rechtsklick machen und dann, keine Ahnung, online stellen? Soll man hinzufügen? Ich weiß es ja nicht. Okay. So, Aufsätze der Dinger benoten. Ja, ist halt angemessen, ne? Aber es ist halt immer noch so dieses eine Problem. Ich denke mir nur so, länger bleiben, weiß ich nicht. Energie ist halt auch gerade noch nicht so. Also, die lässt halt ein bisschen nach. Nicht so wie bei Giselle ist halt auch wieder so. Also, es geht schon langsam los. Weil sie halt gecheckt hat, dass Arbeit ruft. Aber wir haben einen guten Fang gemacht, was halt auch ganz gut ist. Deswegen würden wir sagen, dass wir mal nach Hause gehen. Und diesen Fisch telekinetisch in unserem Kühlschrank machen. Jason Derulo. Das ist so. schnell weg hier wegen Copyright. Okay. Oh, sie unterrichtet gerade. Chuna, Macharika? Blava. No, Chuna. Lash? Niva? Dash? Oh. Gurkski. Pabona. Anscheinend. Also, gerade eben hat sich das jetzt nicht so gut angehört. Irgendwie. Hat da jemand irgendwie was Falsches gesagt? Oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also unsere Laune ist auf jeden Fall gut. Ich hoffe, wir werden jetzt befördert. Yes. Yes, ne? Oh, du wurdest befördert. Oh mein Gott, das ist ja gerade wie ein Traum. Bildung 2 und Gastronomie 2. Okay, wir müssen dranbleiben. Wir sind immer noch Level 2, denn Kochen. Und unsere Laune und Kochen ist auch gerade ganz gut. Und du bist immer noch bei Laune. Okay, das wundert mich halt gerade. Aber du kannst jetzt meinetwegen mal... das ist dann halt auch wieder so ein Rhythmus, den ich überhaupt nicht mag. Ich würde einfach mal sagen, du gehst jetzt nochmal. Wahrscheinlich... Einen Moment. Gehst du nach Hause? Nee. Okay. Ich würde euch beide... von wirklich, tut mir leid, aber ich würde euch mal nicht alleine. Warte mal, ich gehe mal damit hin und dann kann ja schon mal zum Beispiel hier Giselle einen Drink bestellen. Genau, so. Aber ändere noch mal dein Outfit, wenn, keine Ahnung, hier Chanel ankommt. Und findet ihr eigentlich diese Kombination von den Namen her? Giselle und Chanel? Was wir wissen, vielleicht nenne ich Chanel auch Shani oder Shani oder Giselle ist halt auch manchmal so ein bisschen so, keine Ahnung. Giselle ist halt schon gut zu erzählen, aber Shani würde ich halt, wenn denn, sagen oder Chanel. 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 Okay, du bist jetzt auch da. Dann würde ich sagen, dass du auch dein Abendkleid anziehst. Genau. Und ihr beide werdet denn mit anderen... Genau, mit Giselle würdest du essen gehen. Perfekt. Und du gehst mit. Schön. Ich hoffe, eure... die Beziehung ist guter Freund. Das ist richtig gut. Deswegen haben wir... so ein bisschen unsere Finger spielen lassen. im positiven Sinne, bitte. Und du gehst jetzt auch essen?
Hast du den Eingang nicht gefunden? Also ich hoffe, die beiden freuen sich dann halt auch noch mal ganz gut an. Gewürzsammlerin, das ist ja auch ein guter, wie sagt man denn dazu? Ich habe so eine Wörterstörung irgendwie manchmal. Satz? Sagt man das? ich weiß auch nicht. So, ich werde auch mal ein bisschen weiter durchspulen. Okay, die Beziehung ist auf jeden Fall gleich geblieben. Bei denen hat sich jetzt nichts geändert. Einer der Kellner ist gestolpert und hat dabei den halben umgestützt. Ob denn... Was? Ich werde mich in Ruhe... Der Kellner entschuldigt sich vielmals und versichert dir, dass du für das Essen natürlich nicht bezahlen musst. Natürlich erhältst du eine kostenlose Gruppenmahlzeit. Engelsküchen, die aufs Haus... Yes! Yes! Oh mein Gott, wie geil! Ambrosia? Nee. Engelskuchen. Das ist ja krass. Das ist mir noch nie passiert. Oha. Ja, gut, dass ich nicht angebrüllt habe. Ist das mein Lieblingssong? Hallo? Ich wohne hier. Ah, nee, doch, ich wohne hier. Serve days. Ich würde mal sagen, dass du... Oder ich mach das jetzt mal. Einfach hier rein. Und gut ist. Dann schimmelt das nicht mehr. Du gehst jetzt einfach dann auch lieber ins Bett, weil du brauchst es. Du hast heute ein bisschen länger gearbeitet, was halt nicht gut ist manchmal. Natürlich, es ist... Oh, was laber ich denn schon wieder? Es ist gut. Mensch, es ist gut, dass man länger arbeitet. Aber, you know, du verstehst schon, du... wir müssen die Rechnung bezahlen. Gut, dass wir hier schon mal unten sind. Können wir Liebesbrief schon schicken? An wen denn? Oh. Alexi Francisco. Oh, so teuer war das. Thomas Penthouse. Heißt er Thomas? Oder welcher Penthouse? Jeffrey Cock. Nein, Cock. Aber schön, dass du den halt auch irgendwie kennst. Warum auch immer. War das dieser Typ, der irgendwie das Essen bringen wollte? Oh, wir kennen auch schon so viele. Oh mein Gott. Oha. Armstrong Diesel. Aber ich glaube, der ist auch vergeben, so wie der ausschaut. Der ist wahrscheinlich auch schon erwachsener. Deswegen mal gucken, also wie das denn halt so ist. Ne? Also die Beziehungen von den ganzen Leuten her ist eigentlich ganz interessant. Wir haben jetzt diesen Alexi kennengelernt, der ein Star ist. Toll. Super. Zutatenvollkoster. Mhm. Ja, also ich würde mal sagen, duschen kannst du gleich meinetwegen gehen. Aber ich würde halt sagen, dass du halt nochmal einen Herbstsalat machst, damit du dann halt deine Kenntnisse ein bisschen auffreshen tust, damit du dann halt schon mal Level 3 bist. Und ich würde halt dann genau das gleiche wie beim letzten Part sagen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder bei einer weiteren Folge von The Sims 3. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bitte das gerne liken und da kommentieren nicht vergessen. Und wir sehen uns bei der weiteren Folge. Bis dahin. Tschüss.